Wir sehen am Horizont die Inseln, die große Breite Contadora, rechts davon Saboga, vor uns Emanuela und ganz rechts außen Louis Pasteur, Pedro Miguel. Und da fahren wir jetzt gleich durch und dann schmeißen wir den Anker vor Contadora. Aber erstmal müssen wir bei Manuela durch diese Enge durchfahren. Und ich hoffe, das Sonnenlicht reicht noch aus. Obwohl das eigentlich egal ist. Wir filmen. Ja. So. Bringt das Unglück jetzt das Filmen ein, ne? Nee. Nur dann, an Glück und Erfolg. Ist da jetzt ein Fisch dran, Regina? Moment noch, ja. Ich habe eben gesehen, wie er rausgesprungen ist. Okay. Oh, jetzt leuchtet es rot hier. Oh, oh. Können wir das schneiden? Ja, das kann man alles wegschneiden. Gut. So, nun kuppeln wir ein bisschen schneller, damit unseren Zuschauern nicht langweilig wird. Das sind 400 Meter, Regina. Ich bin ja mal gespannt, was das für ein Modell ist. Ja. Oh. Springt er? Oh ja, das ist aber ein dicker Hund. Und nicht so ein langer. Das, lass ihn nochmal springen. Das sieht aus nach einem Mario. Ja, würde ich auch sagen. Was machen wir denn da? Dann wollen wir ihn noch mal rauslassen, dass er müde wird. Das muss ich alles wieder reinholen. Ja, aber dann haben wir nachher nicht so ein Theater. Ja, ich denke für unsere Leute in der Kamera hier, die bezahlt haben. Die bezahlen ja mit ihrer Lebenszeit, weil sie hier diesen Film jetzt angucken müssen. Oh, ja, ja. Aber der ist aber eine schöne Größe, du. Ja. Der ist weniger als 70 cm. So, und jetzt mal einen Plan. Guck mal, was für große Augen der hat. Der guckt uns, glaube ich, an. So, jetzt mal der Angel, die Kamera weglegen. Kamera weglegen. Jetzt, wo es spannend wird. Oh, der ist aber lebendig. Ja. Was machen wir jetzt? Matthias. Wir müssen ihn irgendwie rauskriegen. Ja. Der ist so gelb. Ist der nicht giftig? Ist aber sehr lebendig. Was machen wir jetzt? Ja, aber dann sehen unsere Zuschauer doch nichts. Matthias, ich kann das nicht alleine. Nein, ich auch nicht. Also gib mir mal her, dann. Ja, ja, nicht mit der Kamera jetzt. Ach, ich habe keine Lust, den zu verlieren. Das finde ich schade. Ja. Das Ding müssen wir jetzt nicht raus haben, weil daran ist er jetzt ja fest. Wenn er jetzt rausspringt, dann ist er noch da dran, ja, fest. Okay. Was machen? Messer. Das, okay, ich hole ein Messer. Messer und ein Brett. Ja. Nochmal einen kurzen Blick in die Küche. Ja, es wird filetiert mit dem neuen Filetiermesser. Ich muss allerdings sagen,